Perfekt, 9:30 Uhr. Ich denke, wir können starten mit den organisatorischen Themen. Kurze Einleitung, Begrüßung auch von meiner Seite. Liebe Investoren, liebe Finanzjournalisten, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer 30. Münchner Kapitalmarktkonferenz. Die Konferenz, ja, sie stellt ein Jubiläum für uns dar und wir veranstalten die Investorenkonferenzen nun bereits im 15. Jahr, zwei Konferenzen pro Jahr in München. Auch dieses Mal, ich habe es vorher kurz gesagt, auch wieder aus dem schönen Rocco Forte, St. Charles Hotel hier in München, aber dieses Mal leider ohne Gäste für das Streaming der Konferenz. Aber schönes Ambiente und die Jubiläumsfeier werden wir natürlich dann hoffentlich nächstes Jahr hier in den Räumlichkeiten dann auch nachholen können mit Ihnen zusammen und dann wieder auch, wie es so schön in Neudeutsch heißt, in person. Ich möchte natürlich jetzt gerne noch ein paar organisatorische Hinweise geben. Wir haben heute drei Präsentationsslots, drei Unternehmen. Zwischen den Blöcken gibt es jeweils eine Pause, eine Kaffeepause und dann eben auch eine Mittagspause. Wir haben heute zwischen den Präsentationen keine Pausen und die Präsentationen gehen nahtlos ineinander über. Das heißt, die Unternehmen werden anmoderiert, dann später abmoderiert und das neue Unternehmen kommt dann gleich dazu. Also bleiben Sie gerne in unserem Raum. Sie haben natürlich die Möglichkeit, die anderen Räume zu nutzen, aber Sie haben die Möglichkeit, auch einen ganzen Tag hier in dem Raum zu bleiben und bei Interesse dann immer zwischen den Räumen zu switchen, wie es dann eben passt. Sie können uns Fragen über die Chat-Funktion stellen. Die finden Sie bei Ihnen im Screen unten in Ihrem Bereich. Und wir werden den Präsentatoren die Fragen dann am Ende der Präsentation stellen. Wie gesagt, stellen Sie uns gerne die Fragen auch während der Präsentation der Präsentierenden und wir sammeln die Fragen und werden dann am Ende eben die zusammenfassen bzw. die interessantesten Fragen dann auswählen. Moderiert wird der Tag heute durch mich und aber auch durch unseren Wirtschaftsprüfungspartner MSW aus Berlin. So wird Herr Dr. Thiere und seine Kollegin Frau Lee durch das Programm führen. Und da möchte ich jetzt gleich an den Herrn Dr. Thiere für eine kurze Vorstellung weitergeben. Mein Name ist Manuel Hölzle, Chefanalyst und Vorstand der GBC AG. Und jetzt aber gerne weiter an unseren Moderationspartner, Herrn Dr. Thiere. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, herzlichen Dank, Herr Hölzler. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier heute dabei sein darf und möchte Sie natürlich hier auch gern im Rahmen dieser Runde zur Münchner Kapitalmarktkonferenz begrüßen. Mein Name, wie gesagt, schon vom Herrn Hölzler, Matthias Thiere. Ich bin von der MSW GmbH in Berlin und wir sind Wirtschaftsprüfer und Steuerberater mit Spezialisierung auf die Prüfung und betriebswirtschaftliche Beratung von kapitalmarktorientierten Unternehmen. Das ist natürlich ein vielfältiges Aufgabengebiet, ganz natürlich an der Stelle. Und als Beispiel kann ich nennen, dass wir unsere Mandanten auf den Weg an die Börse begleiten im Rahmen der Erstellung von Comfort-Lettern für Kapitalmarktprospekte, Wertpapierprospekte. Oder zum Beispiel, wir unterstützen auch bei der Umstellung auf IFRS im Bereich der Rechnungslegung. Ich denke, soweit von meiner Seite soll es genug sein. Ich denke, die Unternehmen stehen denen heute im eindeutigen Fokus. Und Herr Hölzle, wir haben ein spannendes Programm. Insofern freue ich mich drauf und hoffe, dass Sie dabei bleiben und den spannenden Vorträgen dann auch zuhören und natürlich auch Fragen stellen. Das ist ganz. Perfekt. Und wir freuen uns natürlich, wenn Sie die Expertise in den IPOs haben, dass wir natürlich dann nächstes Jahr doch auch den einen oder anderen Börsengang sehen und vielleicht dann auch mit Ihnen zusammen begleiten. Vielen Dank für Ihre Vorstellung. Ich sehe auch schon, wir haben auch unseren ersten Präsentator von der Solutions AG, den Herrn Brotmann drin, den ich jetzt dann auch schon hereinholen werde. Und dann können Sie dann auch das Unternehmen ja schon ein bisschen anmoderieren. Also wir haben jetzt hier ein bisschen Zeitpuffer vorne. Und lieber Uwe Brotmann, ich hole Sie jetzt gleich in den Call hinein. So.
Zack, das sollte funktionieren. Jawohl. Sichtbar. Jawohl, herzliche Grüße auch nach Berlin. Ne? Grüße zurück mit der rechten Hand. Genau, perfekt, ja. Die linke ist etwas gehandicapt. Ich hoffe, alles in Ordnung, soweit wieder zumindest gut überstanden, den kleinen Unfall. Ja, also ich bin wieder zu Hause, kann hier werkeln, bin leider, was den linken Arm angeht, noch ein wenig eingeschränkt. Aber das wird in ein paar Wochen wieder vorbei sein. Da sind die Unfallchirurgen ganz guten Mutes. Perfekt, sehr gut. Wir können dich gut hören, wir können dich gut sehen. Okay. Von der Präsentation, wir haben jetzt noch bis zum offiziellen Start noch ein paar Minuten, aber es fühlen sich auch schon die Zuschauer sehr gut. Das heißt, du könntest auch schon die Präsentation schon mal starten. Von der Technik her sollte das alles gut funktionieren. Okay. Und Herr Dr. Thiere wird dich dann auch anmoderieren. Alles klar. So, dann mein Video starten, klicke ich, oder? Video, du bist für Video schon gut zu sehen. Einfach noch auf Vollbildschirm gehen, dann ist es perfekt. Zack. Ja, das funktioniert. Wunderbar. Sehr gut. Ja, wie ist es bei euch? Ihr habt schon gefragt, in Berlin, alles gut von dem... Ja, also bei uns gehen die Dinge weiter. Was bei uns jetzt eine ganz erfreuliche Entwicklung ist, aber da werde ich gleich in der Präsentation drauf eingehen, dass unser Thema Betreiberpflichten jetzt offenbar in Bewegung kommt. Und ansonsten, klar, haben wir natürlich viel mit Corona auch zu tun. Aber ich glaube, wir sind insgesamt weiter auf einem ganz erfreulichen Weg. Die Stimmung ist insgesamt so im Land ja so ein bisschen gedämpft, nicht? Also wenn wir uns mit Kollegen unterhalten, sagen die auch, die Entscheidungsgeschwindigkeit in Unternehmen ist gerade so ein bisschen gedämpft, aber wir kommen damit ganz gut klar. Ja, also klar, wir hoffen alle, dass wir nächstes Jahr dann wieder uns persönlich treffen können. Wir streamen ja auch hier aus dem Rocco Forte in München, ja, um da eben auch die Authentizität natürlich vernünftig mit der MKK auch darzustellen und um da das gewisse Kapitalmarkt-Feeling von der Konferenzseite zu haben. Aber wir wollen natürlich nächstes Jahr dann auch vielleicht im Ausblick, wir planen im Mai dann unsere nächste Münchner Kapitalmarkt-Konferenz dann auch zumindest wieder hybrid, aber wir hoffen natürlich, dass es auch wieder die volle Teilnehmerzahl dann geben kann. Also insofern, wir teilen da eure Einschätzung. Jeder will natürlich jetzt wieder auch mal wieder persönliche Gespräche gehen. Jetzt glaube ich, ist es ganz gut, dass wir auch den Schritt in Richtung Online insgesamt gehen. Bei verschiedenen Veranstaltungen ist das, glaube ich, jetzt auch nochmal ein technologischer Schritt gewesen. Also wir selber planen von der Münchner Kapitalmarkt-Konferenz zukünftig eben vor Ort die Konferenz durchzuführen und eben parallel, aber auch weiterhin zu streamen. Insofern hat die Krise auch was Gutes. Man muss ja mal ein bisschen das Positive sehen. Die technologische Entwicklung in Deutschland, glaube ich, die hat deutlich zugenommen und in Zukunft wird es möglich sein, glaube ich, verschiedentlich über verschiedenste Wege an so Veranstaltungen wie heute eben auch teilzunehmen. Insofern, ich glaube, wir sind jetzt vom Zeitlichen her parat. Ich schaue gerade noch mal, wir haben noch eine Minute. Von den Teilnehmern her, glaube ich, sind wir gut, schon gut bestückt. Dein Screen ist gut sichtbar. Bei der ersten Präsentation müssen wir immer auch ein bisschen gucken, dass dann das Setup alles passt. Also ich würde sagen, ich übergebe an Herrn Dr. Thiere für die einleitenden Worte und dann an dich. Alles klar, prima. Vielen Dank, Manuel. Ja, danke auch, Herr Hölzler. Ich freue mich, den nächsten Vortrag vom Herrn Brotmann und der Solutions AG anmoderieren
zu dürfen. Lassen Sie mich ein paar kurze Worte sagen zur Gesellschaft an sich. Ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen, Herr Brodmann. Wir erwarten Ihren spannenden Vortrag selbstverständlich und insofern nur wenige Worte vorweg. Die Solutions AG ist ein softwarebasierter Dienstleister für Immobilienbetreiber und das Leistungsspektrum der Gesellschaft reicht vom Qualitätsmanagement bei Betreiberpflichten bis zur Wartung und sogar bis zur Instandhaltung von Dächern an der Stelle. Die Gesellschaft hat vor kurzem sehr interessante Aufträge erhalten von namhaften Gesellschaften auch. Und die Gesellschaft hat auch eine Kapitalerhöhung zur Finanzierung des weiteren Unternehmenswachstums kürzlich erfolgreich platziert. Herr Brodmann, das hört sich alles sehr, sehr interessant an und wir sind gespannt auf Ihren Vortrag und Sie haben das Wort. Ja, dann danke ich herzlich, Herr Dr. Thiere, Manuel Hölzle, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich gehe gleich in Medias Res, Plattform Services für den Immobilienbetrieb. Ganz kurz nochmal am Anfang davon ausgehend, dass die meisten im Auditorium uns kennen, gehe ich über die ersten Informationen ein bisschen schneller drüber. Wenn ich Immobilien betreibe, habe ich Pflichten, ich habe Interessen und ich habe eine Organisation, die in diesem Spannungsfeld von Pflichten und Interessen von größeren Beständen über die Republik verteilt, mit verschiedenen Dienstleistern, Mietern, Menschen vor Ort, diese Elemente unter einen Hut kriegen muss. In diesem Feld bewegen wir uns. Wenn wir uns angucken, welche Möglichkeiten Immobilienbetreiber haben, dieses Thema Instandhaltung von Immobilien zu adressieren, dann ist Möglichkeit Nummer eins ganz traditionell, ich beauftrage entsprechende Dienstleister. Dienstleister können sein Facility Management Anbieter, aber auch die Handwerker, Sachverständigen, Sachkundigen, die ihre Leistungen erbringen. Das alleine ist bei größeren Immobilienbeständen aber schwierig. Sagen wir mal, wie überall in allen Branchen wird natürlich Software eingesetzt, um Aktivitäten steuern zu können. Software, wenn es um das Thema Immobilienbetrieb geht, hat zunächst mal die Chance dafür zu sorgen, dass man eine etwas bessere Datenlage hat. Wenn man aber in Software zunächst mal investieren muss, dann ist das auch mit gewissen Risiken verbunden. Eine Geschichte, die wir immer wieder erleben bei Kunden, ist, dass die sogenannte CAFM, also Computer-Aided Facility Management Software, einführen, sich das auch erstmal ganz gut anhört, anfühlt. Und dann aber diese Systeme auf die Realität prallen, wo dann, ich sag mal, Hausmeister Kasubke auch damit arbeiten soll. Und wenn der dann leider bei der Schulung nicht dabei war und vielleicht auch nicht so IT-affin ist, die Dinge doch nicht so passieren, wie man sich das wünscht. So, jetzt kommen wir ins Spiel und sagen, liebe Kunden, ihr habt erlebt, dass ihr, sagen wir mal, mit der Beauftragung von Dienstleistern und der Einführung von Software doch immer wieder Lücken habt. Nicht zum einen werden zwar die Leistungen erbracht, wo es klappt vielleicht auch nicht immer so, ist vielleicht auch nicht immer richtig transparent. Zum anderen habt ihr eine Software, Datenlage ist trotzdem nicht so lobe den Herrn. Wenn ihr uns beauftragt, habt ihr zum einen die Leistungen in einer nachvollziehbaren Qualität erbracht. Ihr habt eine gute Datenlage. Ihr bezahlt nicht für Software, ihr bezahlt für die Dienstleistung, die sehr effizient erbracht wird. Und okay, zugegeben, wir machen das bisher in zwei Bereichen, nämlich fürs Dach und für das Management der Betreiberpflichten. Wir sind also noch nicht ein komplett aufgestellter Facility-Management-Dienstleister. Was wir aber schaffen, ist in den Bereichen, die wir heute adressieren, wirklich dafür zu sorgen, dass unsere Kunden ein hohes Maß an rechtlicher Sicherheit haben.
in der strategischen Planung, also bei der Frage, wo setze ich meine Ressourcen sinnvoll ein, auf Basis der Transparenz, die wir schaffen, bessere Entscheidungen treffen zu können. Und dadurch, dass wir viele Aktivitäten und Tätigkeiten übernehmen, die Ressourcen des Kunden geschont werden. Und das ist insofern ein wichtiger Punkt, als bei unseren Kunden diese Ressourcen auch knapp sind. Also gut ausgebildete Fachkräfte sind einfach Mangelware. Und da adressieren wir eben wirklich einen Pain, der in diesen Unternehmen passiert oder in den Unternehmen vorhanden ist. Gucken wir uns die beiden Produkte, die beiden Dienstleistungspakete an, die wir anbieten. Das ist zum einen das Management der Betreiberpflichten, wofür wir inzwischen auch den Begriff Betreiberpflichten Controlling einsetzen. Hier gehen wir her und erfassen zunächst mal die Situation vor Ort in Kombination mit der Erfassung und Aufbereitung der Dokumente. Das tun wir in einer Art und Weise, dass auf Basis eines Datenstandards mit dem schönen Namen CRFM Connect ein digitales Abbild der Anlagen in einer Immobilie geschaffen wird, auf dessen Grundlage wir dann drei Dimensionen zusammenführen, die Technik und das eben wirklich runter auf Bauteilebene, die Regulatorik zu dieser Technik. Also was muss für einen Pulverfeuerlöscher mit 6 Kilogramm, der in einem alten Pflegeheim hängt, wie müssen da Prüfungen und Wartungsintervalle aussehen? Und die dritte Dimension, wer ist dafür verantwortlich, dass das passiert? Das bereiten wir also zunächst alles auf, um dann in der nächsten Phase im Monitoring dafür zu sorgen, dass die Prüfungen und Wartungen fristgerecht und termingerecht passieren und sauber dokumentiert werden. Welchen Effekt hat das? Und jetzt kommen wir so an einen Punkt, wo wir das Gefühl haben, dass für uns Dinge in Bewegung kommen, die auch mit Corona zu tun haben. Wenn wir uns angucken, dass ein Asset Manager oder dass die Aufgabe eines Asset Managers ja ist, Cashflows für seine Investoren zu optimieren, dann hat der ja im Lebenszyklus einer Immobilie einen Ankauf, wo er schon mal gucken muss, wie sieht denn da die Realität versus Dokumentation aus? Also was kaufe ich da? Wie gut ist das dokumentiert? Hier können wir schon mit einem Audit helfen, rauszukriegen, wo es Differenzen gibt, um tatsächlich im Zweifel Kaufpreiseinbehalte umsetzen zu können. Und dann sorgen wir mit laufendem Monitoring dafür, dass am Ende eine scheckheftgepflegte Immobilie rauskommt. Warum bringe ich das hier nochmal so nach vorne? Wir kriegen jetzt so langsam Hinweise darauf, dass dieses Element hinten raus scheckheftgepflegt abliefern zu können, an Bedeutung gewinnt, wenn man sich vor Augen führt, dass so circa bei einem Drittel aller Verkäufe Kaufpreiseinbehalte in 5-, 6- oder gar 7-stelliger Höhe fällig werden, weil die Dokumentation eben nicht sauber abgeliefert ist, dann war das in der Vergangenheit offenbar so, dass es hieß, naja, ach komm, wir haben so viel Geld damit verdient, ist jetzt egal. Das ärgert zwar und wäre ja schön, wenn wir jetzt hier alle Dokumente beisammen hätten, aber komm, egal, ab dafür, auf zum nächsten Deal. Hier ändert sich die Marktlage so ein bisschen und man guckt jetzt wirklich, was man tun kann, um diese Verluste zu vermeiden. Dann kommt ein anderes Phänomen ins Spiel, Stichwort ESG, Environmental, Social and Governance, eine Anforderung, die aus Europa kommend die Investorenperspektiven verändert. Und wenn wir jetzt uns angucken, dass Immobilienbetreiber ein hohes Maß an Sicherheit und Qualität im Immobilienbetrieb darstellen müssen, um investorenfähig zu sein und dafür einen Aufwand betreiben müssen, dann kommen wir ins Spiel und sagen, wir sorgen dafür, lieber Asset Manager, lieber Investor, dass du an Sicherheit und Qualität gewinnst,
und dabei aber auch weniger Kapazitäten einsetzen musst, weil wir ganz konkrete Aufgaben übernehmen. Und weil dieses ESG-Thema jetzt an Bedeutung gewinnt, ist das so ein Element, wo wir das Gefühl haben, dass unser Betreiberpflichtenthema weiter an Bedeutung gewinnt. So, wenn wir uns jetzt mal angucken, was unsere Aktivitäten für konkrete Effekte haben, dann sehen wir, dass wir über die gesamte Prozesskette hinweg Menschen entlasten und wohlgemerkt Menschen, die jetzt auch nicht im Überfluss vorhanden sind. Also wir können vorrechnen, wie es sich rechnet, mit uns zusammenzuarbeiten. Und unsere Kunden sagen uns an der Stelle, ja, das Rechnen ist schon mal total super. Wir haben aber zum Teil die Leute gar nicht, die diese Aufgaben mit der nötigen Kompetenz erledigen können. Und deshalb, sagen wir mal, laufen wir heute in Risiken rein, die wir mit Solutions vermeiden können. So, gucken wir nochmal auf das Thema Geschäftsmodell. Wenn wir uns angucken, wie das aussieht, dann chargen wir im ersten Schritt eben für dieses Audit, also Kombination Dokumentencheck, Reality Check, einen einmaligen Betrag in Höhe von im Schnitt 6.200 Euro pro Gebäude. Dann geht es ins Monitoring, wo wir im Schnitt circa 3.000, 3.300 Euro pro Gebäude und Jahr chargen. Der letzte ist eben ein, oder dieses letzte Element des Monitorings sind wiederkehrende Umsätze. Wir schließen in der Regel 3 Jahresverträge ab und im Anschluss daran verlängern sich die Verträge um ein Jahr, wenn sie nicht 3 Monate vorher gekündigt werden. Nun ist es kein großes Wunder, dass wir da bisher noch keine Kündigungen haben, weil wir in dem Geschäftsfeld auch noch nicht so lange unterwegs sind. Gucken wir uns das Thema Dach an, mit dem wir ursprünglich mal gestartet sind. Da ist es so, dass wir Wartungen, Prüfungen und Reparaturen durchführen. Da sind wir im Prinzip ein Hightech-Dachdecker für Wartungen und Instandhaltungen. Nur die Art und Weise, wie wir das machen, sorgt dafür, dass für unsere Auftraggeber der gesamte Prozess, der ich erfasse ein Problem, ich bewerte das, ich bewerte es auch in Geld, ich frage mich, gehe ich das jetzt an, gehe ich das jetzt nicht an, sehr viel transparenter wird. Und ein Element, das wir jetzt ganz praktisch erleben, ist, dass, sagen wir mal, diverse unserer Kunden tatsächlich jetzt die Chance haben, mit ihren sehr geringen Budgets da zu agieren, wo es wirklich notwendig ist. Also wenn wir heute unseren Kunden ausgehend aus einer Erfassung oder aus einer Wartung aufzeigen, wo Reparaturbedarfe sind, dann merken wir jetzt ganz oft, dass wir so in so eine Diskussionsschleife gehen, was ist denn davon wirklich notwendig, kann man das nicht noch schieben, kann man das nicht möglicherweise auch ein bisschen anders machen. Also wir sehen, dass bei vielen Kunden im Moment die Budgets eng gesteckt sind. Das werden wir nachher auch nochmal in den Zahlen sehen. Und da ist es extrem hilfreich, diese Elemente so in der Plattform aufbereitet zu haben, dass die Diskussion darüber, was man macht oder nicht macht, extrem effizient geführt werden kann. Das heißt, unsere Kunden sind in dieser Situation, selbst wenn sie jetzt nicht so viel beauftragen, wie sie es in der Vergangenheit gemacht haben, extrem happy darüber, dass dieser Entscheidungsprozess wirklich schnell geht, weil sämtliche Informationen in unserer Plattform, dem Facility Scanner, wirklich super aufbereitet sind. Gut, hier auch nochmal Geschäftsmodell, ein Einmalumsatz aus der Erfassung und Bewertung, dann Einmalumsätze aus Reparaturen, wiederkehrende Umsätze aus Frühjahrs- und Herbstwartungen. Wobei, wenn ich eben gesagt habe, einmal Umsatzreparatur,
dann ist das erstmal richtig. Also wir haben ja keinen Vertrag, in dem wir nicht diese Reparaturen laufend drin haben, so wie wir es eben mit den Wartungen haben. Aber es ergeben sich natürlich aus den Wartungen auch immer wieder Reparaturaufträge, weil klar, das Wetter zerrt natürlich an Dächern. Da kommt uns jetzt der Klimawandel so ein bisschen zugute. Das heißt, aus den Wartungen entstehen wieder Reparaturumsätze und die Wartungsverträge haben auch wieder in der Regel eine Laufzeit von 3 Jahren. Und wenn da jetzt steht 0% Kündigung, dann würde ich wahrscheinlich sagen, dass das inzwischen wahrscheinlich irgendwie so 0,1% sind, weil wir inzwischen Kündigungen hatten von, ich würde mal sagen, 2, 3 Gebäuden von sowas wie 260 im Gesamtbestand, schlichtweg, weil die Gebäude abgerissen und neu gemacht wurden. Gut. Was zeichnet uns aus? Warum arbeiten Kunden mit uns zusammen? Der Grund ist, dass wir diese Dinge in einer Art und Weise tun, die aus der Kundenperspektive extrem hilfreich sind, weil wir sämtliche Aktivitäten in einer Art und Weise aufbereiten, die es für den Kunden sehr einfach machen, Dinge im Blick zu behalten, sauber zu dokumentieren, Dokumente und so mal Informationen Dritten zugänglich zu machen. Und das schaffen wir in der Kombination aus Bau- und Facility-Management-Know-how, Prozessen und Methoden, die am Ende diese Lösung bringen, diese softwarebasierten Dienstleistungen, die genau das schaffen, was unseren Kunden so am Herzen liegt, dass mal die Perspektive Kunden. Und wenn wir jetzt mal einen Schritt weiter denken, dann haben wir auch das Gefühl oder ganz klar den Eindruck, dass unsere Kunden sehen, dass da auch noch einiges mehr kommen kann. Und ein ganz spannender Aspekt, es sehen jetzt inzwischen auch Dienstleister in unserem Feld, dass wir da offenbar Dinge sehr effizient tun können, wo die Frage ist, hey, können wir nicht möglicherweise Leistungen an Solutions outsourcen, die viel besser, viel effizienter hinkriegen als wir und können sich daraus nicht ganz interessante Partnerschaften auch entwickeln. Das eine ist die Kundenperspektive, das andere ist die Perspektive des Interns immer besser werden, weil wir alles, was wir tun, sehr genau erfassen. Also alles, was irgendwie über Software läuft, also über den Facility Scanner, unsere Plattform, und die daran angeschlossenen Apps, können wir sehr genau gucken, wo wir Engpässe haben, wo Aktivitäten Zeit erfordern. Und wir können uns dann überlegen, was wir davon automatisieren können, was wir mit Machine Learning vielleicht anders adressieren können, um dann zu gucken, wie wir Kosten senken und gegebenenfalls auch Aktivitäten outsourcen können. Und hier mal am Beispiel der Verarbeitung von Dokumenten. Also wir haben ja gesehen, dass wir bei den Management-Betreiberpflichten im ersten Schritt mal Dokumente erfassen und daraus aus den Informationen, die wir da kriegen, dieses digitale Abbild schaffen. Hier haben wir jetzt schon vor einiger Zeit angefangen, mal Machine Learning draufzusetzen, um zu sagen, so nicht, welche Kategorie von Dokument habe ich denn hier, das schon mal vorzusortieren. Dann die nächste Frage, muss jemand für eine weitere Kategorisierung eigentlich wirklich Experte sein oder muss der einfach nur gut Deutsch können? Letzteres reicht nämlich in bestimmten Bereichen, sodass dann, wenn Dokumente sauber kategorisiert sind, die Fachleute bei uns
schon mal sehr viel Arbeit abgenommen gekriegt haben und dann wieder mit einer sehr auf die Aufgabe zugeschnittenen Software rangehen können, ihren Job zu machen, der eben wirklich ein hohes Maß an Kompetenz erfordert, aber wo diese Kompetenz wirklich extrem effizient eingesetzt wird. Ein Element, das uns eben unterscheidet von der gleichen Kompetenz, die vielleicht in Dienstleistungsunternehmen sitzt. Gut, eine andere Geschichte, ein weiteres Produkt, unsere elektronische Signatur TrackLean, mit der sind wir zum einen selber an den Markt gegangen, haben dafür Kunden gewonnen, sind jetzt aber gerade auch dabei, mit einem relativ großen Softwareunternehmen aus dem Bauumfeld in eine Zusammenarbeit zu gehen, in eine Vertriebspartnerschaft, Produktpartnerschaft. Also hier wird unser Produkt als White Label unter einer Marke eines anderen Unternehmens jetzt vermarktet. Und da sind wir ziemlich guten Mutes, in der nächsten Zeit auch in dem Bereich mehr Dynamik entwickeln zu können. Okay, hier das Thema 3D-Wachstum. Das werden die, die uns kennen, auf dem Schirm haben. Wir haben es zu tun mit großen Kunden, mit großen Immobilienbeständen, denen wir dann unsere verschiedenen Services anbieten. Wir haben gesehen, dass wir jetzt in den letzten Wochen da noch ein paar ganz spannende Kunden dazugewinnen konnten. Wir haben gesehen, dass wir mal mit einer Rewe, die ja bisher nur das Thema Dach mit uns gemacht hat, jetzt auch erste Schritte in Richtung Betreiberpflichten gehen. Wir haben mit einer Patricia einen ganz spannenden neuen Kunden mit einem großen Bestand dazu gewonnen. Also dieses Grundkonzept trägt weiter. Wenn wir uns die Zahlen angucken zu Kunden, Gebäuden und Services, dann sehen wir, dass sich die Dinge da weiterentwickeln. Allerdings im Jahr 2020 eben nicht mit der gleichen Dynamik, wie es das 2019 getan hat. Wenn wir uns nämlich mal angucken, wie sich da der Auftragseingang entwickelt hat, dann waren wir im Januar, Februar noch extrem guten Mutes, was die Entwicklung angeht. Dann kam der März, da gab es schon so die erste Delle. Q1 war dann im Vergleich zum Vorjahr immer noch klasse. Q2 ließ sich auch noch sehen, wobei da, sagen wir, im Wesentlichen der April noch uns in die Karten gespielt hat. Aber dann ging es in Q3 schon deutlich zurück und in Q4 ist das der aktuelle Stand. Aber jetzt kommt der Silberstreif am Horizont. Wir sind jetzt in einer Situation, wo wir insbesondere im Hinblick auf das Thema Betreiberpflichten bei neuen und aber insbesondere auch bei bestehenden Kunden jetzt einen Punkt erreicht haben, wo wir relativ guten Mutes sind, zum Jahresende nochmal an Auftragseingang zulegen zu können. Und auch da, wir sind jetzt auf Unternehmen auch zugegangen und haben gesagt, hey, ihr seid große Unternehmen, ihr seid gestanden, ihr seid absolut happy mit dem, was wir für euch tun. Ihr müsst euch jetzt mal ein bisschen schneller bewegen. Also nicht, wenn wir das hier weiter für euch auf dem Level bieten sollen, dann müsst ihr uns jetzt auch mal weitere Aufträge geben. Also ihr könnt dann nicht irgendwie so lange Schleifen drehen. Und das ist bei den bestehenden Kunden angekommen und die haben gesagt, oh, mal okay, alles klar, habt ihr recht, dann drehen wir mal vielleicht zwei Schleifen weniger. Und ja, nicht, macht uns folgende Angebote, hier sind die nächsten Objekte, das wollen wir jetzt mit euch machen.
Und wir sind da recht guten Mutes, dass wir jetzt vor Jahresende da nochmal drauflegen können. Und dann sind wir nicht an einem Punkt, wo wir in Q4 2019 waren. Aber wir sind schon mal, also wir haben diesen Trend, dieses, ach, jetzt gucken wir mal, jetzt schauen wir mal, durchbrochen. Ich will das Ganze nochmal kurz hinterlegen am Beispiel unseres Top-Kunden, also unseres wirklich besten Kunden, und da mal kurz gucken, wie das gewesen ist, 19 zu 20. Im ersten Quartal tatsächlich Verdoppelung. Q2, ne, da wurde es schon weniger, also da kam im April noch einiges. So sah Q3 aus und so sah Q4 aus. Das ist unser größter Kunde. So, jetzt nehmen wir mal die Perspektive über die Jahre. Nicht? Das war die Entwicklung und wir hatten eine klare Ansage von denen, ja, das geht so weiter. Also nicht? Wir kaufen hier weiter Gebäude dazu. Wenn wir die haben, gehen die zu euch ins Dachmanagement. Nicht? Wir werden die weiter in Schuss halten. Wir werden das weiter reparieren. Dann passierte das, und zwar sagen wir mal, getrieben dadurch, dass dieser Kunde im Konzern auch Aktivitäten hat im Reisegeschäft. So, und da ist erstmal alles on hold gesetzt worden und die haben jeden Euro dreimal umgedreht. Und eine andere Perspektive, und hier habe ich jetzt einfach mal ein Bild genommen, weil es mir gar nicht um den ganz aktuellen Stand ging, sondern nur mal um so eine Tendenz. Diesen Effekt hatten wir bei unseren beiden größten Kunden. Also wir blicken jetzt hier auf den Auftragseingang unserer Top 10 Kunden im Vergleich. Das heißt, bis Ende Oktober hatten wir minus 708.000 im Auftragseingang bei unseren beiden größten Kunden und plus 383.000 bei den dann folgenden 8. Das heißt, wir sehen, dass wir mit unserem Angebot richtig liegen, aber wir haben dieses Angebot eben im Moment in einer Zeit, wo Unternehmen aus, sagen wir mal, im Wesentlichen wirklich Corona bestimmt, bei unseren zweitgrößten Kunden ist das auch noch der Berliner Mietendeckel, wo die einfach jeden Euro umdrehen, gleichwohl aber die anderen, wo die Möglichkeit besteht, Dinge zu vergeben, die das auch tun. Und wenn wir jetzt mal sehen, dass der für den Top 10 in 2023 bis Ende Oktober 21.000 Euro Auftragseingang reichten, dann sind das jetzt 46.000. Also die Tendenz im Hinblick auf, wird unser Angebot angenommen, ist aus unserer Sicht auf jeden Fall da. Wenn wir uns angucken, wo wir im Moment stehen mit offenen Angeboten, dann haben wir da im Moment 3,2 Millionen Euro draußen. Hier haben wir eins auch in den letzten Wochen gemacht. Also ich glaube, im November waren da noch 4,7 Millionen. Wir haben jetzt auch gesagt, so, wir schmeißen jetzt einfach mal Angebote raus, wo die Kunden sagen, ja, nee, da reden wir noch drüber, das machen wir schon noch. Streichen das wirklich mal raus, gucken mal, wo wir stehen, wo wir wirklich glauben, dass da in nächster Zeit was passieren kann. Und wenn man sich anguckt, wie unsere Quoten, Abschlussquoten im Hinblick auf Betreiberpflichten und Dach in der Vergangenheit ausgesehen haben, dann ist das so ein Element, das wir sehen, was da in nächster Zeit auf uns zukommen kann. Plus, wir gehen davon aus, dass die Abschlussquoten bei den Betreiberpflichten auch noch mehr in Richtung Dach laufen werden, weil wir jetzt auch mehr und mehr Angebote bei bestehenden Kunden machen, die eine 100% Abschlussquote haben. Also die fragen uns, macht Angebote, weil sie es dann eben auch beauftragen wollen. Gut. Gucken wir uns an, wo wir jetzt stehen im Hinblick auf Umsatz. Wir haben das Quartal 1 bis 3 haben wir klar. Wir sehen natürlich auch schon ganz gut, wo wir so im Oktober und auch November
gestanden haben. Was wir sehen, ist, dass wir auf der Umsatzseite Betreiberpflichten Aspekte haben, wo Umsätze jetzt tatsächlich auch ins neue Jahr gehen werden, weil insbesondere die Kapazitäten auf der Kundenseite, also Dokumente zur Verfügung zu stellen, uns Zugänge zu verschaffen, das auch alles irgendwie im Zeitablauf hinzukriegen, immer noch nicht komplett rund und optimal läuft. Und auf der anderen Seite haben wir das Thema Dach. Da sehen wir zum einen natürlich jetzt zu dieser Zeit Wettereinflüsse, aber auch Elemente, wenn da in einer Kolonne jemand Corona hat, dann fällt erstmal auch so eine Kolonne für 14 Tage aus. Nun ist es so, dass das, was da an Umsätzen jetzt nicht kommt, auf jeden Fall aber ja nicht verloren ist, sondern eben einfach ins neue Jahr geht. Gucken wir uns die Entwicklung nochmal im Zeitverlauf an, dann werden wir eben jetzt wahrscheinlich mit sowas wie plus 75% aus im Vergleich zum Vorjahr aus dem Jahr rausgehen. Und wenn wir jetzt nochmal den Blick so ein bisschen nach vorne werfen, dann habe ich hier mal eins gemacht. Ich habe mal für 2021 einen BC, nämlich einen Bad Case, auch eingebaut und den neben den Plan, also 2021 Plan, gestellt. Wir sind, wie schon gesagt, grundsätzlich ja guten Mutes, dass wir mit unserem Angebot den Nerv treffen. Die Frage ist, wie geht das mit Corona weiter? Wie entwickelt sich auch so diese, die Geschwindigkeit, mit der Entscheidungen getroffen werden? Es kann also durchaus sein, dass wenn sich das noch so ein bisschen länger zieht, wir nicht bei 4,9 Millionen rauslaufen, sondern vielleicht bei sowas wie 3,8 Millionen. Also da sind Unsicherheiten drin. Und wenn wir jetzt aber mal einen Blick nach vorne weiterwerfen, dann habe ich hier wieder den Plan-Case für 2021 drin und sage, ja, wir sind nach wie vor überzeugt davon, das richtige Produkt zu haben, die richtigen Produkte zu haben. Wir sind nach wie vor von einem steilen Wachstumspfad überzeugt, der sich zum einen hier in den Produkten niederschlägt, da im Übrigen dann auch in Track Lean, also wie gesagt, da sehen wir auch, dass sich Dinge bewegen und wir vermutlich über Partnerschaften mehr Vertriebspower reinkriegen. Und wenn wir uns das angucken aus der Perspektive einmal Umsätze und wiederkehrende Umsätze, dann haben wir hier in 2020 sogar einen Effekt, dass der Anteil wiederkehrender Umsätze ein bisschen höher ist, was schlichtweg daran liegt, dass einmal Umsätze nicht insbesondere aus Reparaturen und Audits in das Jahr 2021 verschoben sind. Betriebskosten, jetzt muss ich so ein bisschen auf die Uhr gucken, sehe ich gerade. Wir haben natürlich reagiert im Hinblick auf die Betriebskosten. Wir haben Kurzarbeit eingeführt. Die Vorstände haben auf 20% ihrer Gehälter verzichtet. Wir haben wirklich jeden Euro zweimal umgedreht, um zu gucken, wie wir der reduzierten Umsatzentwicklung Rechnung tragen können. Das führt im Ergebnis dazu, dass wir im Vergleich zu 2019 bei deutlich gestiegenem Umsatz, aber auch nur ein etwas, wenn man leicht verbessertes Ergebnis hinkriegen können. 2021 wirklich noch unsicher. Da muss man sich angucken, wie sich die Dinge auf der Umsatzseite weiterentwickeln. Und last but not least dann der Blick auf das Thema Finanzierung. Und da muss man sagen, waren wir auch nicht happy damit, wie die Finanzierungsseite in diesem Jahr gelaufen ist.
Da haben wir einen Aspekt drin gehabt, nämlich die Finanzierung über die ILB, wo sich jetzt nach Ablauf von 3 Jahren Rahmenbedingungen auch für die ILB uns gegenüber verändert haben und das dann noch in einem Corona-Umfeld. Also wir lagen natürlich jetzt mit unseren Zahlen Corona-bedingt, also hinter dem zurück, was wir da eingereicht haben. Das führte dazu, dass die ILB die letzte Tranche nicht so zahlen konnte. Und das wiederum führte dazu, dass wir jetzt diese Kapitalerhöhung so umgesetzt haben. Das ist etwas, was sicherlich nicht ideal gelaufen ist, überhaupt keine Frage. Da fassen wir uns auch an die eigene Nase. Es gilt jetzt zu gucken, wie wir uns so aufstellen, dass wir die Dynamik, die das Geschäftsmodell auf jeden Fall hat, auf etwas andere Füße stellen. So, das vielleicht noch ganz kurz. Jetzt blinkt es hier und ich denke mal, ich bin wahrscheinlich mit meiner Zeit auch schon durch. Genau. Wir sind nach wie vor davon überzeugt, ein attraktives Geschäftsmodell zu haben. Wir haben Kunden mit erheblichem Bestand, von denen jetzt eben auch Folgeaufträge kommen. Die GBC hat in einem Comment zur letzten Studie auch das Kursziel nochmal angepasst. Wir sind absolut überzeugt, auf dem richtigen Weg zu sein. Und das spiegelt sich jetzt auch in dem Umstand wieder, dass da Unternehmen aus dem Immobilienumfeld auf uns zukommen und mit uns Gespräche darüber führen, wie wir denn zusammenarbeiten, weiterentwickeln können und vielleicht auch Verbindungen schaffen können, die dafür sorgen, dass wir die weitere Entwicklung auch finanziell stabilen Füßen machen können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Jawohl, perfekt. Lieber Uwe, vielen Dank für die spannende Präsentation. Ihr seid ja in einem spannenden Wachstumsmarkt unterwegs, der aus unserer Sicht jetzt nur kurzfristig durch Corona mal unterbrochen ist. Aber Immobilien ist ein Riesenthema, Bestandshaltung natürlich sowieso. Und dort ist, glaube ich, einige Effizienz noch zu schaffen. Ich bedanke mich sehr herzlich für deinen Vortrag. Wir haben ja später auch noch den Roundtable, wo auch nochmal Fragen gestellt werden können. Ja. Aber ich habe die Chatfragen durchgegangen. Du hast die eigentlich alle perfekt beantwortet. Prima, vielen Dank. Ich wünsche dir alles Gute und wir sehen uns. Alles klar, danke. Ciao, Manuel. Ciao.